Und wieder zurück bei Call of Duty. In der letzten Mission haben wir die Befreiung. Da waren wir in Paris, Frankreich. Da haben wir ziemlich viel von Frankreich wieder eingenommen, sage ich mal, über einen Hauptknoten. Und dieses Mal heißt es Kollateralschaden. Los geht's. Oktober. Wir sind in Aachen. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. Aber nicht zum letzten. Wir dachten, die Befreiung von Paris bringt uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Wir kämpfen nun in einer Stadt, Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest. Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Ich hab den Eindruck, Schwäche gibt es ja gar nicht. Nur weiter so, Sie werden es bereuen. Ich sag ja nur, Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran! Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein! Hey, der lag hier rum. Das ist von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaub, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du? Solange er zu ist, gehört sie noch dir. Au! Das ist das Schrödingers Brief. Was? Stimmt mit ihm? Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 0:37 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Kommen Sie, Daniels! Daniel! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gott verdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen sie! Könnten auch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen sofort Panzer und Unterstützung! Panzer schützen unsere Flanke! Hören Sie jetzt! Ich muss nachdenken, Gott verdammt! Wir haben keine Zeit zu denken! Du, Daniels! Sie und Herr Yellow geben den Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, geht hier! Okay, go, go, go! Go, go, go! Scheiße, scheiße, scheiße! Okay, komm, komm! Bitte sehr, Sarge! Deckwood White 27 an Villen! Werden geschossen! Er bitten sofort Unterstützung auf Linie 2! Over! Verstanden! Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt. Bewegen Sie trotzdem schnell, ziehen Sie Ihre Arsche her. Verstanden. Wir arbeiten dran. Und beeilen Sie sich. Diese Packs reißen uns in Stücke. Over und out. Herr Männer, wir begeben uns zum Stadttheater. Das erste Platoon braucht uns. Feindpositionen unbekannt. Wechsel zu Funkgerät und Sprechanlage. Funkgerät eingeschaltet. Raps, wir drehen nach rechts und fahren zum Theater. Alles klar. Verstanden, Perez. Abrams, cool. Sie warten hier mit dem zweiten Platoon und decken die Flanke, bis wir zurück sind. Bestätige. Verstanden, Perez! Wachsam bleiben. Und die Kanterie in den Fenstern achten. Okay, Rams. Bewegung. Ja, wir gehen ja schon. Na, jetzt kriegst du Panzerunterstützung hier. Hey, da bewegt sich was. Rechte Seite. Unsere Jungs am Theater machen denselben Scheiß durch wie wir. Sobald wir die Deutschen ausgeschaltet haben, stürmen sofort neu an. Wir sind jetzt in ihrer Heimat. Ein völlig anderes Spiel. Sie wollen ein Blutbad und genau das geben wir ihnen. Sie haben nicht den Hauch einer Chance. Wir sehen das sicher anders. Panzer schlägt um! Mann, lade dir schnell nach. Heftig. Feuer freigegeben.
Okay, da hinten, ne? Das war jetzt knapp. Bin dran, aber der will nicht. Oh man, oh man. Okay, weiter vorrücken. Infanterie ausgeschaltet. Heftig. Geben wir Gas, go, go. Rapsen, langsamer! Ich sehe sie nicht! Ich sehe den Dom! Wir sind gleich da! Panzer, rechte Seite! Rechte Seite! Wo, rechte Seite? Rapsen? Hier drin brennt's! Raus hier! Oh shit! Scheiße! Raus hier! Raus hier! Rapsen, nein! Perez! Die Frostpanzer und diese Panzer sind zu stark! Wir müssen ihn flankieren! Dann ziehen wir nach links. Ich weiß, ich probiere ihn zu flankieren. Feind aus den Augen verloren. Wir müssen sie finden. Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Wir sind da hinten weiter. What? Ich sehe sie auch nicht mehr. Ich dachte, der ist nach hinten weitergefahren. Ah, da. Nochmal von der Seite. Und wieder zurück. Ganz ruhig, ganz ruhig, meine Herren. Shit. Ich noch mal, wenn es geht. Scheiße. Yes. Feindlicher Panzer zerstört. Raps, bitte melden. Raps, hören Sie mich? Scheiße, scheiße, scheiße. Es tut mir leid. Blick uns zusammen. Fuck! Ein Tiger! Shit, 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 shit. Uff. Oh shit! Von der Seite kriege ich ihn gut. Gleich nochmal. Es sind mehrere, glaube ich, oder? Tiger, rechte Seite. Ja, ich kann es nicht ändern. Panzer zerstört. Der andere ist genau da. Oh, fuck. Ich weiß, ich sehe selber, verdammt nochmal. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr aufhalten. Der Schuss ist vorne abgeprallt. Sichtkontakt zum Feind verloren. Ich muss ihn finden. Yes, da gibt es noch einen zweiten drauf.
Erster Treffer! Jetzt dreht er aber. Ich warte hier einen ganz kurzen Moment. Nein, ich komme nicht zurück. Scheiße, ich kann nicht zurückfahren. Feind aus den Augen verloren. Wir müssen sie finden. Panzer zerstört. Sauber. Hügel rauf, wo der Tiger herkam. Das Theater liegt hinter der Steigung. Backward White 27 und Villain. Wir halten das nicht mehr lange aus. Sind dran. Backward White 27. Rapson hat's erwischt. Nur noch wir sind übrig. Sind auf dem Weg. Okay, so mit der Frontpanzerung. Holy moly. Na los, wir müssen drauf. Bin dran. Go, go, go. Na los, wir gehen drauf. Ich kann doch hier noch zu retten. Der Theater ist ganz in der Nähe. Okay. Scheiße, komm. Weg damit. Leider noch! Gibt es da noch weitere Ziele? Ich sehe nichts. Wir sollten sicher sein. Das waren alle. Villain an Blackwood White 27. Platz gesichert. Wiederhole. Platz gesichert. Wir danken für die Hilfe, Sir. Deckwood White, Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Wir sind hier die Speerspitze. Ist der Signalrauch bereit? Okay. Warten wir doch lieber auf ein Ziel. Dass ich nicht irgendwo noch Signalrauch haben? Kannst du mich nicht machen? Hast du Signalrauch, Aiello? Aiello! Die Sau gibt mir nix. Hey, für den Feind aufheben. Da habe ich jetzt was? Nicht. Okay. Gut, wir müssen vorrücken. Go, go, go. Die Fenster achten. Die Fassaden im Auge behalten. Oh, ein Bazooka dabei. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu ruhig. Wachsam bleiben. Ruhig bleiben. Deckung suchen. Vorsichtig. FG! Wow. Shit. Scheiße. Okay, nicht getroffen. Rein. Oh, das ist ein Verbündeter. Er hat ausgesehen wie... Boah, das hat... Okay, alles klar. Wir lassen es mal so stehen im Raum. Wer verwechseln? Ah. Nee, ich will den Raketenwerfer wieder haben. Ich wollte es wissen.
Wow. Ja, ja, Bewegung. Oh. Ist in der MN Bewegung hier. Die letzte Verteidigung der Deutschen. Daniels, los, untersuchen! Ja. Es kommt mir so still vor. Bestimmt ist das kein gutes Zeichen. Daniels, was sehen Sie? Der Himmel ist ruhig. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing, Private? Was gaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern, dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniel, Sussman, gehen Sie vor! Los jetzt! Okay. Lass an. Diese Wohnungen könnten überall Deutsche sein. Genauer gesagt, in den ganzen zwei Blocks. Ziemlich sicher. Wir sind sicher. Vorsichtig. Wachsam bleiben. Daniels, wir brauchen noch mal den Werfer. Hüt. Nicht hinter mir stehen. Autsch. Kann nicht sehen. Halt, fuck. Ausschalten, ausschalten. Kann sie nicht sehen. Und die Leibel. Er braucht nicht den Weg. Feuer bereit machen. Da kommt noch mehr. Dann kann man machen. Da sind noch mehr. Ah, ganz oben. Der wollte gerade eine Granate zu uns werfen. Alles sicher. Wir drüben sammeln. Irgendwo muss doch hier noch. War doch noch Munition, oder nicht? Hier. Ich fülle mal wieder ordentlich auf. Rogers, vorrücken und den nächsten Raum sichern. Ja, Sir! Daniels! Du kannst blockiert! Wir müssen uns durchquetschen! Sieht verdammt eng aus. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Du hättest weniger Corned Beef essen sollen. Ah, sehr witzig. Daniels, Sie sind dran. Ich bin dran. Scheiße! Scheiße! Bitte hilf mir! Jetzt wieder? Wer wird überleben? Da sind überall Deutsche! Sie kommen aus dem Osten! Einfach die Gefährte! Yankee! Okay, vorrücken. Wow, du lebst ja noch. Oben. Hab ich mitgenommen, gut. Jetzt stehen sicher wieder ein paar oben. Hab mich gesehen. Ich habe nicht mehr viel Schuss. Dann hat er auf die harte Tour. Ja. Dauert sonst zu lange hier. Das Hotel ist gleich da drüben. Ruhig bleiben, bis wir sie angreifen. Okay, Bewegung. Die Treppen runter. Ich habe nur ein gutes Gefühl dabei. Hier ist Munition, Private. Sehr gut. Rüber damit! Fang! Dankeschön. Der Laster versperrt uns den Weg. Wir schieben ihn. Ayello, die Bremse Sir, bereit für Munition. Rücken ran und schieben. Verstanden. Daniels, brauche Hilfe. Wirf mal rüber. Schieben. Du hast genug. Na los, Daniels. So. Bastard! Komm schon. Er hat noch Benzin, die Batterie funktioniert.
stationiert. Wir brauchen einen Transport. Lieutenant, ich kann ihn überbrücken. Als Maul, Bubi. Okay, Bewegung! Bereit machen, Jungs. Daniels, noch eine Mauer. Sprengen Sie sie. Schaltet sie alle auf. Bewegung! Wir müssen das Foyer sichern. Ja, schön wieder. Rein, rein, rein. Scheiße, sind das viele. Ich muss hoch. Oh yes. Ja, es ist ein Direkttreffer gewesen. Ich werfe meine Granate da nach hinten. Für alle Fälle. So, jetzt flankieren. Ich treffe den nicht. Ansonsten sieht's gut aus hier. Okay, ich dachte schon. Okay, wir haben gerade einen Mann verloren. Weiter, 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 wir dürfen keine Zeit verlieren hier. Go, go, go. Das zweite Platoon sichert die Obergeschosse. Wir müssen den Keller sichern. Mir nach. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bitte sehr. Dicht zusammenbleiben. Ich hab Granaten und Rauch. Hier, Private. Besten Dank. Ah, deswegen. Styles. Hier ist ein Versteck für dich. Leck mich. Schnauze. Dann jetzt die Typen. Ich hab Granaten und Rauch! Sie sind dran, Daniels! Hier sind sie! Okay. Muss ich aufmachen? Okay. Licht an! Wir gucken. Vielleicht haben sie etwas zu essen. Klingt wie ein Kind. Hat jemand Schokolade? Ja, Sir. Ihr seid sicher hungrig. Na los, nehmt sie. Anna! Wow, 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 wow! Schon gut, schon gut! Wir tun euch nichts. Wir tun euch nichts. Wir haben nichts zu essen. Bitte, helfen Sie uns! Nein, nein, die Krautverstärkungen sind jeden Moment hier. Wir haben keine Zeit, uns um Zivilisten zu kümmern. Das sind doch nur zwei. Sir, Sie sollten sich das mal ansehen. Oh, perfekt. Scheiße. Ein paar hundert Meter entfernt war dieser Laster. Wir fahren ihn her und bringen sie alle raus. Bei allem nötigen Respekt. Unsere Mission lautet, das Hotel zu sichern. Sagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich flehe Sie Wir haben eine Mission. Lassen Sie mich das mal machen. Keine Angst, alles wird gut. Sie übernehmen? Wann haben Sie mich im Rang überholt? Gar nicht. Okay, wir bringen die Leute hier raus. Daniels, Aiello, Sie holen den Laster und treffen uns an der Westseite des Hotels. Bewegung! Ich frag mich, was Sie sonst noch so vorhaben, Herr Sussman. Lassen Sie mich in Ruhe, Sarge. Na, auf keinen Fall, Private, auf keinen Fall. Jetzt heißt es wohl du und ich, Daniels. Ja, das packt nicht schon. Seit wann versteht sich Sussman so gut mit Deutschen? Was Sussman uns bisher wohl verschwiegen hat, ist seine deutsch-jüdische Familie. Wir haben wohl alle unsere dunkle Vergangenheit. Das heißt die dunkle Vergangenheit. Sie haben ein Kind dabei. Und auch alte Menschen. Wir können nicht Leben retten. Das sind Zivilisten. Wir bringen sie in Sicherheit. Nichts anderes. Ja, ja. Da ist der Laster. Komm schon!
Okay. Braucht nur eine Minute, um ihn zu starten. Okay, gebe Deckung. Bewegung in den Gebäuden auf der anderen. Scheiße. Okay, wir machen die Gebäude platt. Shit, 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 shit. Munition hier. Wo ist noch einer? Oh shit, das Ding lebt ja noch. Der hier? Nö. Okay, aussitzen. Let's go. Du hast es geschafft. Danke für die Deckung. Ich glaube, die formieren sich auf der Nordseite neu. Der Trupp muss das erfahren. Wir müssen die Leute hier rausbringen. Schnell. Das oder uns hier verschanzen. So riskant. Sie dürfen nicht ins Kreuzfeuer geraten. Dafür ist es zu spät. Beeilung. Pearson hat recht, Daniels. Wir haben keine Zeit, uns um diese Leute zu kümmern. Das sind Zivilisten. Sie brauchen unsere Hilfe. Durchfahren und auf der Straße parken. Ja, Sergeant. Okay, bringen Sie die Zivilisten hier raus. Okay. Bewegung, Bewegung, Bewegung. So, wir müssen hier weg. Verstärkungen sind gut. Auf dem Weg. Noch ein bisschen weiter. Anna? Halt, wo willst du hin? Meine Schwester, ich muss... Was jetzt wieder? Sie glaubt, dass ihre Schwester in den Keller gerannt ist. Dann muss sie dort bleiben, wir müssen diese Leute hier rausbringen. Na los. Lieutenant, lassen Sie mich gehen. Niemand geht. Sie haben 2 Minuten. Ich gehe mit dir. Nein, nur Daniels. Das ist zu gefährlich. Alle anderen sichern mit mir den Umkreis. Ja, Sir. Kommen Sie schnell zurück. Mach ich, Sir. Na, sieh gut, los, los, los. Anna finden... Schon. Scheiße! Scheiße! Oh shit, oh shit, oh shit. Nein. Oh. Scheiße. Komm! Oh Gott. Ich hab den nicht. Oh fuck. Oh, weiter, weiter. Pistole habe ich noch hoffentlich. Okay, okay, okay. Scheiße. Ist sie hier? Ich muss Anna finden. Anna. Sie muss hier irgendwo sein. Hallo? Bist du? Anna, wo bist du? Komm. Anna, hoffe, sie ist nicht nach oben gegangen. Hier. Anna, wo bist du? Ist sie denn hier? Hey, Kleine. Komm, bringen wir dich zu deiner Schwester. Ich hab Kasper gefunden. Komm her. Du kannst nicht entkommen! Geräusch gesichert! Alles gut. Er versteckt sich. Den Keller durchsuchen. Bin dabei. Scheiße, scheiße, scheiße. Schnell sein hier. Alles gut. Nein. Scheiße, stopp! Nicht schießen! Was zur Hölle soll das? Okay. Alles gut. Kann ich hier drüber klettern? Er versteckt sich. Den Keller durchsuchen. Bin dabei. Ist alles okay, Kasper?
Ich verstehe halt nicht ganz, warum wir ein deutsches Mädchen retten hier. Da wird ja so oder so nichts passieren. Scheiße. Was ist mit dem hier? Ich hab dich. Verdammt, 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 verdammt. Lass mich nicht. Du machst das toll. Nein. Komm, einfach durch, einfach durch. Yes, yes, yes. Was soll das? Du wirst wieder raufkommen! Oh, fuck. Scheiße. Was war's? Nein, was war? Was soll das? Du wirst wieder raufkommen! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Du machst das toll. Wir haben es fast geschafft. Ich will eher rüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du musst nur noch einen kleinen Moment lang tapfer sein. Bring uns hier raus. Ja, das wird schwierig, hier rauszukommen. Das machst du toll. Nur noch ein kleines Stück. Wo kommen die alle her? Wir müssen in Bewegung bleiben. Du wirst es schaffen. Okay, okay, okay. Vorsichtig, vorsichtig. Ich hab dich, Anna. Ja, ja, alles gut. Hier kommen wir durch, hier kommen wir durch. Shit. Ich bin hier. Alles gut. Wenn dieses Mädchen nicht traumatisiert ist nachher, mein Gott. Fuck. Komm, komm. Ich hab dich. Ich geh raus, raus, raus. Anna! Danke. Mama hat gesagt, ich soll mich um Kaspar kümmern. Sie kommen nicht zurück. Ab hier komme ich alleine klar. Gehen wir. Wir eskortieren Sie, das ist ein Befehl. Pearson hat recht, Sir. Wenn wir Sie begleiten, werden Sie vielleicht beschossen. Ziemlich riskant. Private Sussman, wir sichern diese Straße und bringen Sie dann raus. Verstanden? Verstanden, Sir. Ich glaube nur, dass Sie alleine sicherer wären. Und wenn wir den Deutschen das Hotel überlassen, ist das eine Gefahr für alle Trupps, die hier durch wollen. Das ist nicht Kasserin. Wir haben die Oberhand. Ab auf den Truck mit Ihnen. Ihre Entscheidung. Verteidigungspositionen! Okay. Scheiße Hunde. Boah, Flammenwerfer. Gut. Alles sicher! Es ist still! Karten ist sicher! Straße ist frei! Geht's allen gut? Alle vollzählig! Kann einer von Ihnen einen Laster fahren? Wir brauchen einen Fahrer. Ja, ich kann fahren. Dann los! Achtung! Shit. Sie haben den Truck beschossen! Boah, fuck. Bitte, Erika, komm auf!
Sie ist tot. Gehen wir! Los! Was soll das werden? Ich befolge Befehle. Alle mal zurück zum Hotel. Los, los, los! Hey, wir können nichts mehr tun. Scheiße. Wir haben Aachen gesichert, einen westlichen Korridor zum Rhein geöffnet. Aber die Kluft zwischen Turner und Pearson wird größer. Und nicht nur unsere Leben hängen davon ab. Ja. Gut, dann war's das für diese Folge. Hat lange gedauert und es gab effektiv Kollateralschaden. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.